Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von dem Fotografieren für Anfänger Videokurs. Und heute geht es mal um Objektive und Brennweiten. Was bewirken die Brennweiten? Was ist überhaupt eine Brennweite? Welche Objektive gibt es? All das erfährst du in diesem Video und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Ich habe hier mal eine ganze Palette von verschiedenen Objektiven aufgebaut. Ganz hinten steht auch noch meine Kamera, mit der ich fotografiere. Und all diese Objektive haben unterschiedliche Brennweiten und haben dementsprechend auch eine unterschiedliche Funktion. Ganz wichtig an dieser Stelle sei nochmal zu erwähnen, dass ich alles, was in diesem Video gesagt wird, auf Vollformatkameras beziehe. Es gibt ja auch APS-C-Kameras. Das werden wir auch in einem späteren Kapitel nochmal genauer besprechen, wo da der Unterschied eigentlich liegt. An sich geht es um die Sensorgröße. Und da spielt dann auch zum Beispiel der Crop-Faktor eine wichtige Rolle. Ganz salopp gesagt, was ist ein Objektiv? Im Endeffekt ist ein Objektiv das, was du vorne auf die Kamera draufschraubst. Es ist quasi das Auge deiner Kamera. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Blende zum Beispiel im Objektiv drin sitzt. Und wie gesagt, schraubt man das einfach vorne auf die Kamera drauf, damit du dann entsprechend fotografieren kannst. Jedes Objektiv hat eine Brennweite. Und die stehen auch immer hier vorne drauf auf den Objektiven. Also zum Beispiel halte ich jetzt hier gerade ein 14 bis 24 mm Objektiv in der Hand. Und da kannst du dann halt immer gucken. Da gibt es unterschiedliche Objektive mit unterschiedlichen Brennweiten. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein 14 bis 24 mm. Das ist ein sehr weitwinkliges. Man nennt es auch Ultraweitwinkelobjektiv. Dann habe ich hier daneben zum Beispiel ein 14 bis 70 mm Objektiv. Ja, das ist eher so ein Standard-Zoom-Objektiv. Hier habe ich ein 70 bis 200 mm. Also du merkst schon, ich habe quasi von 14 bis 200 mm hier die komplette Bandbreite abgedeckt. Und diese Objektive, die können zoomen. Das heißt, ich kann die Brennweite verstellen. Und damit habe ich natürlich immer einen großen Vorteil, weil ich mit einem Zoom-Objektiv halt einen sehr großen Bereich abdecken kann, wie mein Bildausschnitt am Ende sein soll. Hier hinten habe ich jetzt noch als Beispiel ein Objektiv mitgebracht. Das ist eine sogenannte Festbrennweite. Also es gibt zwei Arten, einmal Festbrennweiten und einmal Zoom-Objektive. Eine Festbrennweite hat, wie gesagt, eine feste Brennweite. Da kann man also nicht zoomen. In dem Fall jetzt hier ist das ein 50 mm Festbrennweitenobjektiv mit einer Offenblende von 1.8. Ja, da hatten wir ja schon mal beim Thema der Blende drüber gesprochen, dass ein 50 mm 1.8 ein sehr günstiges Objektiv ist, was man sich mal kaufen kann. An der Stelle, genau das ist so eins, hat glaube ich 120 Euro gekostet. Wenn man also anfangen möchte mit der Fotografie und trotzdem mal schön offenblendig fotografieren möchte, ist so ein 50 mm 1.8 genau das Richtige, um damit zu starten. Ich habe jetzt eben schon gesagt, wir haben ja einmal ein weitwinkliges Objektiv, das ist ein normales Standardobjektiv. Und diese großen Brennweiten, 70 bis 200, das sind sogenannte Telebrennweiten, ja? Also ein Teleobjektiv quasi. Und diese Brennweiten haben ganz unterschiedliche Wirkungen. Mit einem Weitwinkelobjektiv habe ich eine sehr starke räumliche Wirkung. Bedeutet, ich habe Objekte, die sehr nah dran sind, die kann ich sehr groß abbilden und alles, was weiter weg ist, wird sehr, sehr klein abgebildet. Und außerdem habe ich einen sehr großen Bildwinkel, den ich damit abdecke. Bei 14 mm sind es zum Beispiel 114 Grad, die ich ungefähr Blickwinkel habe. Also man kann sehr, sehr weit nach rechts und links quasi noch gucken. Und je weiter du in den Telebereich reinkommst, umso enger wird dieser Bildwinkel. Ich habe zum Beispiel mal recherchiert im Internet, wenn du auf 200 mm bist, dann ist der Bildwinkel nur noch 12 Grad. Das heißt, du hast einen sehr engmaschigen Blick nach vorne und gar nicht mehr so dieses Weite wie bei einem Weitwinkelobjektiv. Was ist jetzt eigentlich eine Brennweite? Wie gesagt, die Brennweite wird in Millimetern angegeben. Ja, also ich habe ja hier schon gesagt, das ist ein 14 bis 24 mm Objektiv. Und diese Brennweite ist quasi, ganz salopp gesagt, der Abstand zwischen der Aufnahmeebene, also deinem Bildsensor zum Beispiel, und der Hauptebene vom Objektiv. Allerdings ist das heute nicht mehr immer zutreffend, weil es in den Objektiven bewegliche Linsengruppen gibt, die verschoben werden, wenn man zoomt und dabei aber die Länge des Objektivs nicht verändert. Und von daher ist dieser Satz nicht mehr ganz richtig in allen Fällen.
Dann habe ich vorhin ja schon gesagt, je größer die Brennweite wird, also je größer diese Brennweitenzahl wird, zum Beispiel 200 mm, desto enger wird der Bildwinkel. Und je offener, also je weiter die Brennweite ist, also kleine Brennweitenzahl, desto weiter wird auch der Bildwinkel. Außerdem ist es jetzt auch noch so, dass wenn du zum Beispiel mit einem Teleobjektiv fotografierst, mit zunehmender Brennweite, auch der Vergrößerungsfaktor zunimmt. Du kannst dir also sehr schön auch Objekte näher heranholen. Und der Effekt bei einem Teleobjektiv ist genau entgegengesetzt zu dem eines Weitwinkelobjektivs logischerweise. Das heißt, dort wirkt dann halt alles relativ gleich groß und du komprimierst auch den Hintergrund. Es sieht so aus, als würde, obwohl was sehr weit auseinander ist, sehr dicht beieinander stehen. Und damit kannst du einen ganz anderen Effekt erzeugen. Wir werden das Ganze jetzt mal testen. Und zwar werde ich jetzt mal mit verschiedenen Brennweiten fotografieren und dir dabei den Effekt zeigen, was Brennweiten dann in dem Fall eigentlich ausmachen. So, ich habe mir jetzt mal den lieben und schätzenswerten Felix Röser geschnappt. Den habe ich hier zufälligerweise getroffen in den Dolomiten. Und der Felix hat sich bereit erklärt, dass er mal Model steht, weil ich euch jetzt nämlich mal zeigen möchte, wie die Wirkung ist von den unterschiedlichen Brennweiten. Und dementsprechend machen wir jetzt ganz viele Fotos mit unterschiedlichen Brennweiten. Ich fange bei 14 mm an, also extrem weitwinklig. Und dafür muss ich extrem nah an den Felix ran. Das wurde jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm am Anfang. Bis wir dann später bei 200 mm sind, also bei einer richtigen Telebrennweite. Und ich probiere, dass die Fotos immer gleich aussehen, also immer den gleichen Bildausschnitt quasi haben. Also immer Felix Gesicht. Und die spielen wir gleich mal so hintereinander ab und dann könnt ihr mal sehen, wie sich die Bildwirkung dann verändert. Ich glaube, das könnte relativ spannend werden. Fangen wir mal bei 14 mm an. Ich habe jetzt auch immer die gleichen Kameraeinstellungen. Ich werde das jetzt immer auf Blende 5 fotografieren mit einer 320. Sekunde Verschlusszeit und ISO 200. So ist mir auch sichergestellt, dass ich mit der Verschlusszeit noch bei 200 mm aus der Hand gut fotografieren kann, ohne dass es unscharf wird. So, fangen wir jetzt einfach mal an. Also ich muss richtig nah ran, es ist richtig unangenehm gerade für den Felix. Aber irgendwie scheint das doch ein bisschen zu genießen. Okay, immer gleicher Gesichtsausdruck. Zack. So, jetzt gehe ich weiter. Jetzt bin ich auf 16 mm. So, und als nächstes gehen wir auf 24 mm. Jetzt machen wir jetzt werden die Schritte immer ein bisschen größer. Ja, nicht wundern. Aber der Unterschied zwischen 16 und 14 mm ist sehr viel krasser als der Unterschied zwischen dann zum Beispiel 50 und 60 mm. Deswegen können wir jetzt die Schritte ein bisschen größer machen. Jetzt merkt ihr schon, wie die unterschiedlichen Brennweiten anfangen, den Hintergrund zu komprimieren. Das heißt, es wirkt jetzt alles so, als würde es viel mehr dichter beieinander sein. Während vorhin bei den 14 mm hat das unendlich weit weg ausgesehen. Jetzt sieht das so aus, als würden wir fast schon direkt davor stehen. So, danke dir, Felix. Ja, gerne. Fürs Model stehen. Ich weiß, du gehst jetzt da gleich hoch auf den Berg. Du wirst auch noch ein bisschen fotografieren. Jo. Wir werden jetzt das Video gleich bearbeiten für euch. Und dann schauen wir mal, was bei rumgekommen ist. Wie du bei unterschiedlichen Brennweiten wirkst. Ich bin gespannt. Also dann, hau rein, wir sehen uns. Ne? Wir sehen uns. Ciao, ciao. Vielleicht hast du dich jetzt auch schon gefragt, was denn eigentlich das menschliche Auge für eine Brennweite hat, beziehungsweise was für einen Bildwinkel. Das menschliche Auge hat einen Bildwinkel von ungefähr 53 Grad. Und man spricht der Einfachheit halber meistens davon, dass ein 50 mm Objektiv so dem menschlichen Auge sehr nahe kommt. Eigentlich sind es so um die 45, 44 mm ganz korrekt. Aber dadurch, dass es immer diese standardisierten 50 mm Festbrennweiten gibt, sagt man, dass so ein Objektiv eigentlich relativ gut das wiedergibt, was auch das menschliche Auge vom Bildwinkel sieht. Deswegen ist das auch häufig als Normalbrennweite bekannt. Und wenn ich jetzt schon mal das 50 mm Festbrennweitenobjektiv in der Hand habe, dann fragst du dich vielleicht auch noch als nächstes, warum soll ich mir denn überhaupt eine Festbrennweite kaufen, wenn ich denn mit einem Zoom-Objektiv viel mehr Spielraum habe und viel mehr quasi abdecken kann. Ja, also wenn ich jetzt hier mal das 24 bis 70 mm Objektiv zum Beispiel daneben halte, da kann ich ja auch ein bisschen weitwinkliger fotografieren, aber auch gleichzeitig mir ein paar Sachen näher ranholen. Also warum sollte ich mir jetzt ein 50 mm Objektiv kaufen? Naja, so eine Festbrennweite hat auch ein paar Vorteile. Zum einen hast du mit einer Festbrennweite meistens eine größere Offenblende, eine maximale Offenblende. Also bei dem Objektiv hier zum Beispiel habe ich eine Offenblende von Blende 4 und bei der Festbrennweite habe ich eine maximale Offenblende von 1,8. Das heißt, das Objektiv ist schon mal lichtstärker
Und du kannst also die Blende weiter öffnen und dafür zum Beispiel die Verschlusszeit kürzer machen. Man spricht ja hier auch sehr gerne von schnellen Objektiven. Das ist genau damit gemeint. Du kannst also die Blende weiter öffnen und mit einer gleichen Belichtung quasi dann auch die Verschlusszeit verkürzen. Und deswegen hat man eine kürzere, eine schnelle Verschlusszeit und deswegen ist das auch ein schnelles Objektiv. Also daher kommt dieser Begriff. Falls du den mal hörst, heißt das eigentlich nichts anderes, als dass du eine sehr weit geöffnete maximale Blendenöffnung hast. Außerdem kommt noch hinzu, dass so eine Festbrennweite auch noch eine bessere Abbildungsleistung meistens hat. Dadurch, dass man keine beweglichen Linsengruppen in so einem Objektiv drin hat, ist die Abbildungsleistung insgesamt besser. Das Foto wird meistens schärfer und deswegen nutzen auch viele gerne solche Festbrennweiten. Solche Zoom-Objektive hier im Gegenzug haben neben dem Vorteil, dass man halt ein bisschen variabler ist, natürlich auch dann ein paar Nachteile. Zum einen, wie gesagt, die Abbildungsleistung ist meistens ein bisschen schlechter als bei Festbrennweiten. Und es gibt auch insgesamt einige Bildfehler, die bei solchen Zoom-Objektiven häufiger auftreten als bei Festbrennweiten. So eine typischen Bildfehler sind zum Beispiel chromatische Aberrationen, dass das Objektiv zu den Bildrändern hin etwas unschärfer wird, dass man Vignettenbildung hat und dass man auch eine leichte Verzeichnung hat, also dass das Bild dann so ein bisschen kissen- bzw. tonnenförmig am Ende wirkt. Solche Objektive verraten die auch immer schon anhand dessen, was hier drauf steht, immer schon eine ganze Menge. Also hier steht zum Beispiel 24 bis 70 und dann so ein Querstrich 4. Ja? Und das bedeutet im Endeffekt, dass das hier eine Brennweite von 24 bis 70 mm hat mit einer maximalen Offenblende von 4. Ja, hier oben stehen dann nochmal die Millimeterangaben der Brennweite, je nachdem, wenn ich jetzt hier zoome am Zoomring, ne, dann kann ich hier quasi die Millimeter einstellen. Ich habe es jetzt hier mal auf 50 mm gestellt, kann reinzoomen weiter auf 70 mm oder auf 35 zum Beispiel. Und so kann ich das Ganze dann einstellen. Auf der Seite hier, das ist jetzt immer bei jedem Objektiv ein bisschen anders, hat man hier immer noch die Möglichkeit einzustellen, ob man Autofokus, also ob die Kamera automatisch fokussieren soll oder ob man manuell fokussieren möchte. Und dann habe ich hier entsprechend noch neben dem eigentlichen Zoom-Ring einen zweiten Ring, wo ich den Fokus einstellen kann, wenn ich manuell fokussieren möchte. Es gibt außerdem noch Objektive, die zusätzlich im Objektiv selber drin noch eine Stabilisierung haben. Das ist auch ganz schön, gerade wenn du im Telebereich unterwegs bist, dann ist der Effekt, wenn du mit der Kamera wackelst, ja wesentlich doller zu sehen auf dem Foto. Und entsprechend gibt es dann dort auch Objektive, die stabilisiert sind. Und das hilft dann auch nochmal relativ stark, wenn du aus der Hand fotografierst. Bleibt natürlich jetzt noch wieder die Frage, welche Brennweite sollst du bei welcher Szene benutzen? Das kann man wieder nicht so ganz einfach beantworten. Es gibt zwar so, ja, so Richtlinien, aber wie gesagt, du bist in der Fotografie und da kannst du dir alle Regeln brechen, die du möchtest. Von daher, in der Landschaftsfotografie ist man zum Beispiel gerne mit Weitwinkelobjektiven unterwegs, weil man möglichst viel von der Szenerie drauf bekommen möchte auf die Bilder, weil man zum Beispiel auch in der Städtefotografie sehr viel von den Hochhäusern drauf bekommen möchte. Und das geht halt nur mit einem Weitwinkelobjektiv. Und genauso erzeugt man mit einem Weitwinkelobjektiv, wie gesagt, einen schönen 3D-Effekt. Man kann also wirklich in das Bild hineinfallen. Und dann kann man als Landschaftsfotograf zum Beispiel sehr schön was in den Vordergrund noch mit reinnehmen, was dann sehr, sehr groß wirkt und im Hintergrund ein Berg zum Beispiel. Also ich fotografiere zum Beispiel gerne Berge und im Vordergrund eine Blume als Vordergrund. Und diese Blume wirkt dann aber durch dieses Weitwinkelobjektiv sehr viel größer und der Berg im Hintergrund sehr viel kleiner. Aber dadurch ergibt es ein stimmiges Bild am Ende, weil die Proportionen ja nicht mehr so sind wie in echt, sondern ganz anders aussehen. Und das kann man mit so einem Weitwinkelobjektiv sehr schön machen, so einen Effekt. Andersherum, wenn ich Motive fotografiere, die weiter weg sind, die ich mir aber näher ranholen möchte, dann brauche ich ein Teleobjektiv. Zum Beispiel in der Sportfotografie. Dort kann man ja nicht auf den Fußballplatz rennen und Fotos machen, sondern man muss halt am Rand stehen. Und da sind die Sportler schon mal ein bisschen weiter weg. So ein Fußballplatz hat eine Länge von 100 Metern, eine Breite von 50 Metern. Also da braucht man schon ordentlich Zoom, damit man da entsprechend rankommt. Und da sind 200 mm manchmal schon zu wenig. Da braucht man vielleicht sogar mal 300 mm. Sowas besitze ich selber gar nicht, weil ich wenig Sport fotografiere. Aber da muss man dann tatsächlich sich die Motive sehr stark heranholen. Und außerdem kann man damit natürlich auch, wie gesagt, die Bildwirkung komprimieren. Das heißt, alles wirkt ein bisschen näher beieinander als normalerweise. Auch in der Porträtfotografie gibt es natürlich so
Standardbrennweiten, ich nenne da jetzt zum Beispiel mal 85 mm, mit so einem Objektiv fotografiert man in der Porträtfotografie zum Beispiel sehr, sehr gerne, weil es ja den Menschen sehr gut aussehen lässt. Wenn ich jetzt mit einer Brennweite, mit einem Weitwinkelobjektiv, also mit einer Brennweite von 14 mm zum Beispiel fotografiere, das haben wir ja vorhin auch schon gesehen, als ich Felix fotografiert habe, na, bei 14 mm wirkt sein Gesicht sehr, sehr unförmig. Da hat er dann auf einmal eine sehr, sehr große Nase zum Beispiel gehabt. Und je weiter man von der Brennweite nach oben geht, desto besser sieht dann am Ende so ein Porträt auch aus. Wenn man zu sehr in den Telebereich reingeht, dann kann das auch schon wieder in die entgegengesetzte Richtung wirken. Also da ist so zwischen 50 und 85 mm, denke ich mal, eine ganz gute Brennweite. Man kann aber natürlich auch mal weiter in den Telebereich noch reingehen. Man kann aber auch mal mit 24 mm einen Menschen fotografieren. Je nachdem, welches Stilmittel du auch selber in deiner Fotografie am Ende verfolgst. So viel erstmal zum Thema Objektive und Brennweiten. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, das Ganze so ein bisschen besser zu verstehen. Natürlich hat man am Anfang in der Fotografie meistens nicht direkt jetzt alle Objektive da. Meistens fängt man mit einem Objektiv an. Und es gibt ja auch gerade zu den Kameras immer sogenannte Kit-Objektive, die also mit der Kamera gemeinsam verkauft werden. Und meistens ist das ein Zoom-Objektiv, was so eine Standardbrennweite hat von, sage ich mal, 16 mm bis vielleicht 105 mm. Ja, also da ist man dann immer sehr, sehr gut bedient, weil man erstmal von weitwinklig bis in den Telebereich alles mit dabei hat. Natürlich, je weiter diese Range ist von den Brennweiten in einem Objektiv, umso größer müssen die Linsengruppen sich auch bewegen, umso geringer wird vielleicht auch die Abbildungsleistung. Aber gerade als Anfänger solltest du erstmal darauf gucken, dass du das Fotografieren wirklich lernst. Da ist es noch nicht wichtig, dass man jetzt zu jeder Brennweite ein eigenes Objektiv hat, sondern da geht es einfach erstmal darum, dass du verstehst, wie die Brennweiten wirken, und dafür ist so ein Kit-Objektiv am Anfang genau das Richtige. Ich möchte, dass du jetzt rausgehst mit deiner Kamera und mal mit verschiedenen Brennweiten spielst und dir anguckst, was das für eine Wirkung hat. Geh mal richtig nah ran an ein Objekt und wähle da mal eine sehr weite Brennweite und dann probierst du es auch mal mit dem Tele aus und schaust einfach mal, wie die entsprechenden Bildwirkungen sind. Da kriegt man irgendwann ein Gefühl dafür. Es gibt auch ganz viele Fotografen, die sind so erfahren, die gehen zu einem Motiv hin und schrauben direkt die richtige Brennweite auf die Kamera drauf, ohne das überhaupt vorher ausprobieren zu müssen. Aber das kommt mit der Zeit. Wenn du irgendwann die Erfahrung hast, dann weißt du auch ganz genau, in welcher Szene du welche Brennweite verwenden musst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Wie gesagt, es ist wichtig, dass man viel ausprobiert. Probieren geht wie immer über Studieren. Also, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.